Shadow mit. Zeit am Körper, guck's an, hundertprozentig. Aber da haben wir keine Gegenwehr. Hintermann! Super Sabo! Oh Gott, Sabo! Hol dir! Vorher, was? Bei der Länderspielpause ist ja immer so, dass dann der ein oder andere weg ist zur Länderspielreise, so wie es die Länderspielpause natürlich auch sagt. Wir haben daran gearbeitet, dass wir trotzdem weiter an unseren Dingen arbeiten, die wir halt auch gesehen haben in den ersten Spielen, ob es Leverkusen war, ob es Union war oder halt auch Frankfurt, die wir verbessern wollen, ob es defensiv oder offensiv ist und versuchen da natürlich dran zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir natürlich hier auch versucht, mit dem Testspiel heute im Rhythmus zu bleiben und die Jungs, die jetzt etwas weniger zum Spielen gekommen sind in den letzten Wochen, mal ein paar Minuten mehr zu geben, dass die halt auch mal auf die Spielminuten kommen. Wir haben eigentlich defensiv ganz gut gestanden. Wir haben halt das Gegentor etwas unglücklich bekommen, weil das haben wir halt auch angesprochen, dass wir die Situation anders lösen wollen. Ansonsten haben wir offensiv natürlich dann auch diese punktuellen Nadelstiche gesetzt, waren dann da und haben halt auch 4 Tore erzielt, was halt auch natürlich gegen einen ambitionierten Drittligisten auch nicht einfach mal so gemacht ist. Die Jungs haben das auch gut gemacht und wir sind da zufrieden, dass wir das Spiel halt jetzt auch am Ende auch in der Klarheit gewonnen haben. Ja, fürs Gefühl ist natürlich wichtig für alle, für uns, für die Fans, für die Mannschaft vor allen Dingen, für alle drumherum halt auch. Das ist halt auch, wir haben halt im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren sehr viele Siege feiern dürfen und haben das halt jetzt zuletzt nicht mehr getan. Und da muss uns aber allen klar sein, wir sind jetzt in der Bundesliga, das ist halt nicht mehr so wie vorher, dass man halt von 34 Spielen gefühlt 15 bis 20 gewinnt. Da kann auch mal sein, dass man mal ein Spiel verliert. Aber trotzdem tut das natürlich der Seele gut, wenn du jetzt auch wieder ein Spiel gewinnst, auch wenn es jetzt nur ein Testspiel war.